Hallo, willkommen zusammen zu einem Company Heroes 1, 1 Replay. Und so habe ich einfach wieder 1 installiert. Also meine Enttäuschung von 3 ist einfach zu groß. Und dann gesagt, ja, dann nehmen wir wieder noch 1 zurück. Es gibt, ich glaube, ungefähr 5 Replays habe ich. Okay. Dings da. 5 Replays habe ich, glaube ich, gefunden bei Gamer Replays. Ist nicht besonders viel, wenn man denkt, dass ich das ungefähr ein Jahr nicht mehr angefasst habe. Aber die haben wir jetzt und dann nehme ich die auch. Ja, so simpel ist das. Ich vermute mal, dass da eine Russe von denen ist. Ich glaube, Dexen kommt aus Bulgarien oder sowas. Oder Rumänien. Ich habe sie da vergessen. Wir hatten ja im Turnier Interviews mit dem und spricht auch Englisch, ne? Also, aber ich glaube, dass so irgendwas da rechts unten war. Genau, sind die wieder nett zueinander. Ja, keine Ahnung. Also, das gehört zu Company of Heroes bei der Community leider dazu. Bei den Top-Spielern, das habe ich ja damals auch immer wieder kritisiert. Da muss man, glaube ich, durch das ignorieren. Das sind halt die Top-Spieler, ne? Von daher einfach Chat ignorieren. So, für die ist es aber wahrscheinlich ein bisschen Nervenkitzel, ne? Wenn sie sich gegenseitig beleidigen und man dann verliert, tut es besonders weh. Jetzt gucken wir aber erstmal. Also, auf der einen Seite haben wir, jetzt muss ich mich selbst einfach orientieren, ich habe so lange kein COH mehr gespielt, also die Amerikaner gegen Panzerelite. Und jetzt natürlich die Frage, was die Jungs anstellen. Ich muss mich erstmal orientieren. Also ich weiß bei Dexen, der hat ja beim Turnier sehr deutlich gezeigt, glaube ich, dass er eine starke Vorliebe hat für originelle Gameplays. Der macht unerwartete Sachen oft. Lass uns mal überraschen, was er hier anstellt. Und Stilett, Lucky Stilett, wüsste ich jetzt gerade nicht. Also klar, einer der Top-Spieler, aber ich wüsste jetzt von der Mentalität, was er halt machen will, nicht einzuschätzen. Haben wir die jetzt schon mit dem einen Kettengrat? Ist, glaube ich, gerade auf der Map eher ungewöhnlich. Aber er will auf den Cut-Off gehen, dann braucht er die Feuerkraft wahrscheinlich. Das sieht doch einfach traumhaft aus von der Grafik. Übersichtlich, keine kaputten Animationen, alles wie man es will. So, die Amerikaner, die laufen hier spazieren. Die wollen wahrscheinlich so einzelne Trupps wie den hier erwischen. Und der wartet aber in grüner Deckung, weil er das auch weiß. Ist immer gefährlich, wenn man an Kappen geht. Ja, die jagen jetzt hier Pius auf dem Rückzug. Auch immer ein bisschen die Hoffnung, dass man den vielleicht sogar fucken kann. Ne? Also Full Unit Kill heißt Fuck. Der kann den hier dann noch slowen am Vorbeilaufen mit dem G43. Und der geht aber jetzt hier verzögern, bis Verstärkung kommt. Der möchte den Punkt auch nicht zu früh aufgeben. Große Häuser nimmt man besonders wenig Schaden von. Ja, macht jetzt hier den Cut-Off. Kriegt aber erstmal nichts raus, weil der nicht gekappt wurde dahinter. Und man sieht schon, der Amerikaner versucht den Kämpfen aus dem Weg zu gehen und bereitet seine Stellung jetzt so langsam vor. Hat auch einen 3-Pio-Start gemacht, also der möchte mit Sicherheit den T3 gehen und dann den Greyhound holen. Sehr aggressiv vorne hingebaut. Also ist ja auch so dieser Cut-Off-Wert, den man normal ein bisschen erwarten würde. Ein zweites Kettengrat und beim Amerikaner eben den 3-Pio-Start. Das habe ich auch noch so in Erinnerung, ganz grob. Und Dexon ist halt jetzt hier, ne, hat ein bisschen Druck. Also er hat halt auf Kampfkraft statt auf Kappen gesetzt, aber man sieht, dass er keine Kills im Moment bekommt. Und der Amerikaner hat halt schön seine Map gekappt, Stellung ein bisschen vorbereitet hier, ne. Kann man im Kettengrat halt zum Beispiel nicht einreißen. Da muss er dann gleich mit dem Armored Car zum Beispiel machen. Also seine Stellung hier sehr gut gesichert, kann man sagen, der Amerikaner. Und die Ressourcen, die er auch will, ne. Und der Panzerelite-Spieler hat die ganze Zeit den großen Treibstoff hier nicht bekommen. Da sieht man es besser, in 16er, ne? Er hat die ganze Zeit nicht gehabt. Also nicht seiner, kann man jetzt sagen, was der große Treibstoff, so dass er auch keinen langfristigen Vorteil rausgezogen hat. Also Dexen ist, glaube ich, fürs Early Game jetzt ein bisschen. Also wenn er sortieren würde nach Early, Mid und Late Game, würde ich sagen, ist das Early Game jetzt eher an Dexen vorbeigegangen. Ne? Hier hat er jetzt 2 Kills geschafft, auf dem Flammenwerfer verjagt, also auch nicht der epische Sieg. Und jetzt gibt es die ganzen Kneecaps. Schlimmst vor allem, wenn er vielleicht hier, ne? Hat ja Mund über, wenn er dann eine Mine hier irgendwo legt, gleich für das Armored Car oder sowas, ne, ungesehen an den fiesen Ecken, ne, hier vorne oder irgendwas. Ja, macht jetzt einfach zu, damit er kein Armored Car durchfährt oder andere Fahrzeuge gleich, hier wahrscheinlich auch. Oder tunnelt die halt in Minenfelder rein. Also, Dex ist tatsächlich hier extrem hinterher jetzt langsam fürs Early Game. Hat er unterdrückt, damit er rangehen kann. Kein Bock auf den Flammenstoß. Kampfkompanie. Tatsächlich hat er nun Heal hier unten. Na gut, der hat keine Rifles, ne? Ist das eigentlich richtig so, dass er jetzt erst einen dritten Rifle baut? Kommt das ein bisschen spät vorgefühlt.
Das ist natürlich nicht gut. Da oben wird zwar grüne Deckung angezeigt, ist aber, glaube ich, keine grüne Deckung. Also ich werde sowieso nicht um die grüne Deckung da oben anzeigen. Das war jetzt einfach nur, weil die mehr Manpower hatten, aber ne, Squad gegen Squad. Obwohl ich glaube, dass die grüne Deckung auch nicht zählt, wenn man davor steht direkt. Alexander, diesen Treibstoff gibt er gleich ab. Baut jetzt auch direkt die Panzerjägerkompanie. Also beide committen noch nicht so richtig, die sind einfach nur ne, hin und her, aber muss halt trotzdem sagen, oh, ob er das sieht, dass der Amerikaner natürlich hier seine Stellung ordentlich ausgebaut hat, mit verschiedenen, der ist immer da der Draht. Also das kann schon eine nervige Geschichte werden für den Panzerlite-Spieler. Doktrinen wurden noch keine gewählt, hier auch wieder Fights bis zum Äußersten, da kommt der Flammenwerfer. Würden so natürlich Spieler wie Dexen einfach rausklicken, den Flammenwerfer, ne, klar, der droppt dann direkt. Kam auch irgendwie kein Flammenstoß raus gerade. Jetzt kommt der erste Flammenstoß, aber und? Gibt das sogar einen Fug? Oi, es gibt keinen Fug. Vielleicht hätte das G43 aktivieren sollen. Vielleicht hätte er keine Mun gehabt. Aber dass der nicht gefuckt wurde, war natürlich ärgerlich für ihn. Das hätte viel, viel geholfen bei diesen Early Game Fights. Sehr, sehr viel geholfen. Ja, also Dexen hat aber jetzt mehr und mehr hier, ne? Kriegt er jetzt die Kills langsam. Und die teilen ja die Erfahrung, die Truppen auch so ein bisschen, ne? Bis zu einem gewissen Grad. Also die wird hier gleich auch seine ersten Wets bekommen. Jetzt versucht er den zu fucken auf dem Rückweg mit der ganzen Truppe. Vielleicht sogar gegen 43 Schuss. Macht er nicht. Vielleicht hätte er wirklich keine Munde oder er denkt, es lohnt sich einfach nicht. Bei dem hätte es wahrscheinlich auch wirklich nicht geklappt. Ist immer schwer zu sagen. Ich meine, der sieht hier schon sehr angeschlagen aus mit dem kleinen Slow. Man weiß es nicht. Aber vielleicht will er die Munde für irgendwas Besonderes haben. Der Amerikaner hat den ganzen Mund in Flammenwerfer gesetzt, aber so gut ist das Ergebnis da nicht, wie wir sehen. Also isolierte Flammenwerfer muss man gegen, glaube ich, auch nicht. Die ringen schon Fokusfeuer ab, wenn die im normalen Fight sind, ne? Aber wenn die alleine auf den Gegner zugehen, ohne die ganze Infanterie, dann tut es noch mehr weh. Hier. Nachschub. Gleich kommen die ersten Fahrzeuge. Hey, das sieht besser aus, das hört sich besser an, oder? Also, das bilde ich mir nicht ein. Das ist jetzt nicht Nostalgie. Ich glaube wirklich, dass das besser aussieht, sich besser an als COR3. Allein schon, weil man mal irgendwie gefühlt weiter rausgezoomt ist und der Winkel irgendwie anders ist, die Animationen sauberer sind. Also es fühlt sich auch übersichtlicher an und auch die Soundeffekte wirken irgendwie mehr Umpf dahinter. Das gibt die Atmosphäre, habe ich das Gefühl. Für mich natürlich dann noch die Geschichten mit dem Fahrzeug, dass sie schubsen können und so weiter. Und überfahren können manche Fahrzeuge. Aber, also ich habe ja jetzt die ganze Zeit COR3 gespielt gehabt, ne? Die letzten, also als es da rauskam vor 6 Monaten, ein paar Monate. Und dann eben nicht das und sehe das jetzt seit langer Zeit wieder zum ersten Mal. Und normalerweise ist halt der Schock groß, wenn man zu einem alten Teil zurückgeht. Aber hier ist nicht der Schock groß, also eher der positive Schock ist groß, wie gut das wieder aussieht. So, jetzt hat er mal kurz geguckt, was da unten für ein Tech ist, damit er weiß, was er bauen soll. Also sieht jetzt hier vorne im Grunde genommen, was da los ist, ne? Also die Fahrbereiter hat er sich ja auch schon gesehen, aber das sieht, weiß man das eigentlich auch fast, dass das kommt. Und sogar noch raus. Hat der ein Glück. Er kommt da sogar noch raus. Und das kann er halt hier vorne entscheiden, was er tacken möchte. Also da ging es wahrscheinlich um die Frage, ob er ein AT-HT braucht oder wie schnell er es braucht. Und die Frage kann er jetzt beantworten, da kommt jetzt eine M8 raus. Ne? Also klar kann noch eine Pack rauskommen. Aber ich glaube, der wird jetzt das erste Fahrzeug, was er baut, wird ein AT-HT sein. Ich weiß gar nicht, welche Upgrades er eben vergeben hat hier vorne. Was tackst du denn da Lustiges? Mortar Half-Track. Der Fuck. Du hast doch gerade gesehen, dass der hier eine Fahrbereitschaft baut. Was willst du mit dem Mortar Half-Track? Und vor allem, wen will er damit jagen? Also normale Rifle damit zu jagen ist relativ schwierig. Die machen ja keine Firefights gegen die Grenzen normalerweise aus der grünen Deckung. Erst recht nicht, wenn da eher die Flammenwerfer rumstehen. Das ist eher eine mobile Truppe. Also das mit dem Mortar halte ich für eine Fehlentscheidung. Plus, wie gesagt, er braucht ja, guckt euch mal die Ressourcen. Er muss ja das AT-HT jetzt bauen, ne? Also klar, wenn er das baut und dann kommt Dings da raus, eine Pack, dann ist auch unangenehm, aber er muss ja irgendwie das Ding da beschützen, damit es arbeiten kann, der Panzerwagen, ne? Und, naja, also das könnte jetzt ein gigantisches Problem sein. Und da ist der Greyhound. Also er hat ja selber gescoutet, damit er eben weiß, ob diese Bedrohung besteht, ne? Wie gesagt, es hätte eine Pack sein können, es wäre aber ungewöhnlich gewesen unter den Bedingungen. Und der sieht auch besser aus als der COH3 Greyhound, oder? Für mich sieht das irgendwie besser aus, ich komme damit nicht klar. Ja, und jetzt hat er halt das Problem, dass er Mortar-Hardtrack hat, was wahrscheinlich kaum jemand treffen wird. Gut, die sind jetzt im Haus.
Aber er hat jetzt, ne, wir kaum, trotzdem kaum was treffen wird und ein Armut K, was ja eigentlich das gemacht hätte, was der Mortar gemacht hätte. Aber keiner von denen schützt ihn jetzt gegen den Greyhound, ne? Amerikanische Mine. Worauf wartest du? Zack. Der hat die amerikanische Mine mit dem Mortar gelöst. Nicht die Straße lieber nehmen demnächst? Wäre das nicht schneller? Naja, jetzt gucken wir mal, ob der das überlebt. Traut sich halt nicht rein. Also er traut sich jetzt nicht rein, weil er halt davon ausgeht, dass ein AT-HT auf dem Feld sein müsste. Und das muss man sagen, er hat das Armored Kaya ballern sehen, er hat auch den Mortar Huffec ballern sehen. Dass er hier vorne steht, weil er Angst vor Motorschaden hat, ja, diesen Kettenschuss, ist natürlich völliger Blödsinn, absoluter Blödsinn. Pack gebaut. Also meiner Meinung nach hätte er einfach reindonnern müssen, um diesen Puck zu geben. Okay, hat er so geschafft. Aber wir sind, glaube ich, eigentlich, dass das ein Glückstreffer war. Er hätte auf jeden Fall reindonnern müssen, um den zu verjagen, um ihn zu töten und alles, ne? Ja, jetzt geht's los hier vorne. Jetzt ist da, ne, das Abwehrfahrzeug. Aber eben als das Ding war, als der Mortar geschossen hat, hätte er den Mortar eigentlich jagen können, hätte reinfahren können, hätte hier schon stehen können. Er hat ja auch den Support vor Ort, selbst wenn die Ketten abfallen. Der braucht ja 10 Schüsse gefühlt, bevor er den tötet. Ne? Er tötet ihn ja langfristig, nicht kurzfristig. Er hat ja nicht wirklich was, was man Burst nennen würde. Also er hätte ihn viel aggressiver einsetzen können, meiner Meinung nach. Der sah witzig aus. Ja. Also jetzt hat Dex natürlich wieder eine gute Kombo, ne? Er kann den auf Distanz halten in dem 8 und damit versuchen, die Pack auszuschalten. Und mit dem Armored Car kann er die Infanterie, wenn er überrollt werden sollte, aufhalten. Also er hat von allem etwas und muss das jetzt nur wie ein Weltmeister Micron, aber er hat eine extrem gute Klickrate, wenn ich vom Turnier noch weiß, was ja bei all den Pros eigentlich der Fall ist. Also Thumb Pinch Heroes 1 hat halt eine unglaubliche Anforderung an die Klickrate und die haben die auch alle, die Pros. Und von daher erwarte ich hier auch keine Probleme auf beiden Seiten. Der beschädigt den Motor, das sieht so aus, als ob der Mortar den getroffen hätte. Der Kettenschuss macht den rot und zerstört den. Go, go, Mortar. Mal hier, schön kompakt. Hat sich sogar ein Headquarter geholt. Will also jetzt wohl hier bleiben. Hat auch den Heal freigeschaltet. Also der hat sich jetzt hier eine Festung in der Mitte gebastelt. Dafür hat er jetzt allerdings den Treibstoff aufgegeben und die Siegpunkte langfristig. Ist die Frage, ob es das wert war. Das ist ein strategischer Punkt, könnte man argumentieren, ja, mit dem Headquarter und auch nicht schlecht. Aber er verliert halt Ressourcen dafür, die generell auch nicht schlecht sind. Zack. Oh, was für ein guter Treffer. Dexen rät wirklich sehr gut, wo die hin müssen, die Schüsse. Eben auch bei der Mine, die er getroffen hat. Ist jetzt nicht auch nicht immer Rocket Science, ne? Weil hier ist zum Beispiel das Ding, dann würde man warten, dass er hier vorne reinforced. Und das ist halt ein Minenslot gewesen. Hat, glaube ich, aber auch darauf geschossen und den durch Zufall getroffen. Schaden. Ich glaube, der hat der zweite Schuss nicht getroffen. Ne? Ja, jetzt gucken sie den Flammenwerfer. Aber den Motorschaden kommt nicht ganz hinterher. Wird jetzt versuchen, die Pack zu vernichten. Da kommt er wieder. Sag mal, kannst du nicht irgendwann mal die Straße nehmen? Das wird doch sicher 10-mal so schnell. So. Ja, also rückwärts fahren ist nicht schwer und geradeaus fahren ist auch nicht schwer. Das muss man mit dem Shift-Befehl machen. Da kommt die Verstärkung. Also er will jetzt den Kampf hier auf jeden Fall gewinnen, der Dexen, weil er ja die Pack vernichten möchte. Er möchte nicht mehr, dass der Gegner die mitnimmt. In the meanwhile. Also der Amerikaner kriegt die gerade richtig auf die Fresse. Also die Pack ist schon unschön, wenn er die verliert. Die hätte er gerne wieder bemannt, ne? Dann kommt die zweite Pack. Und weg. Tot. Naja, das war halt ein AT-HT, also das war die einzige AT, die er hatte, der PEler. Und jetzt kann er halt den Rest der Fahrzeuge wegräumen. Ich bin nicht ganz sicher, wie er das hinbekommen hat mit dem Verlieren. Normalerweise macht man einen Kettenschuss an den und dann fährt man einfach aus der Feuerreichweite von dem raus. Ich bin nicht sicher, warum er das nicht gemacht hat, ob er hängen geblieben ist, ob er keine Munition hatte, ob gerade das Telefon geklingelt hat. Also er hatte ja eigentlich einen Mund, ne? Ich sehe gerade, der geht jetzt hier auf die kleinen Panzerchen da. Das muss ich sagen, bei dem Hetzer ist es so, da gibt es einen Manpower-Bug, so nennen wir den alle ganz gerne. Der kostet dann nur einen Manpower im Unterhalt. Das heißt, man kann unendlich viel von denen holen. Der ist ein relativ guter Allrounder und natürlich auch gut gegen Panzer, also kann aber auch Infanteristen nerven. Und der kostet halt nicht wie die anderen Truppen unendlich viel Unterhalt dann, ne? Also einen Manpower.
Also wenn das noch gepatcht werden würde, würden sie das wahrscheinlich hochpatchen, ja, also teurer machen wieder. Und da kann man damit ein bisschen abusive spielen, deswegen bei Turnieren auch verboten ist, mehr als einen von denen zu holen oft. Wir können mal gucken, ob Dex mir die noch spammen will. Also die sind jetzt auch nicht unbesiegbar, aber es ist schon ein Vorteil, ne, wenn die dann holt, weil die halt doch viele Probleme lösen und einen Manpower sparen. Im Vergleich halt zu anderen Einheiten. Dafür ist die Tank Dog aber auch nicht so stark, muss man sagen. Was schon kommt mit dem Preis-Tag. Hast du die Pack eigentlich wieder geholt? Ja, es muss hier noch jemand reparieren. Da wird geschraubt. Das mit der Mondkappen kann er sich, glaube ich, wirklich schenken. Treibstoff meine ich. Also Dexon hat ja unendlich viel, das muss er eigentlich auch wissen, weil er hat ja selbst auch unendlich viel. Die geben ja auch nicht viel aus, ne? Den kann man übrigens unsichtbar machen, den Panzer, wenn man möchte. Das ist die beste Methode, den sterben zu lassen, finde ich ja persönlich. So, wo geht denn die Reise hier unten hin? Also er hat jetzt Infanteriedoktrin gewählt, wie ich finde, relativ spät. Also in dem Moment, wo er die gewählt hat, er hat die ja nur gewählt, um hier einen Artillery-Schlag zu setzen aufs Headquarter, ne? Kann man machen, hätte auch einfach mal eine extra Pack holen können. Ja, also ich persönlich hätte ja Tank Dog an seiner Stelle vorgezogen, wenn er so spät wählt und wirklich keinen Druck darauf hatte. Weil, also jetzt, was soll er denn jetzt gleich holen, ja? Also sagen wir mal, holt die 105, das ist einer der Hauptgründe, Infanterie Dog eigentlich zu spielen. Was würde dann passieren? Dann kann er halt schnelle Fahrzeuge versuchen zu bomben. Das ist nicht so episch. Haben beide schon im Bett. Snipen also jetzt auch frontal, packt relativ gut. Ein bisschen Glück schafft dann Fuck. Der hat Offensive vergeben. Defensive finde ich bei dem persönlich besser, weil die genug Firepower haben. Und jetzt gibt es jeden Moment einen Fuck. No! Er hat fast beide erwischt. Also wenn er die beide gefuckt hätte damit. Jetzt kommt er im 8 wieder mit seinen Supertreffern. Oh, hätte er darauf geschossen. Das wäre es fast gewesen. Also zwei Squads verlieren, gerade beide Wett haben es natürlich brutal, ne? Hat sich einen zweiten im 8. gönnt. Nice. Naja, Amos Karten sind halt auch nicht für die Front gedacht. GG, wer hat denn gewonnen? Also das ist halt der Spieler hier unten, der gerade das Amut K vernichtet hat, der denkt, das wäre GG. Also ich sehe halt Dexon in der Führung tatsächlich. Ich glaube, dass er provozieren will mit dem Spruch. Zumal Dexon auch schon den zweiten Hetzer hat, ne? Was ja im Grunde genommen schon in diese etwas Exploit-Strategie geht. Je länger das Spiel geht, desto mehr Manpower hat er im Vergleich zum Amerikaner wahrscheinlich dann. Gerade Amerikaner haben ja guten Unterhalt für die Rifles und die nächste Pack. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht genau, was er sich von der Doktrine erhofft hat. Also will er wirklich eine 105 holen. Ich vermute, weil das 1 gegen 1 ist, was super populär ist, die Off-Map zu holen, weil man dann für wenig Manpower viele Truppen bekommt. So Allergieskanne allerdings. Da kriegt man nur sinnvolle Dinge. Ja, wenn der Gegner nur Panzer hat, dann kriegt zum Beispiel immer einen Mortar. Also die Leute erzählen ja halt, ne, dass da sinnvolle Dinge rauskommen. Aber meine Erfahrung sieht anders aus. Aber manchmal kriegt man wirklich was Schönes. Also es geht auf jeden Fall in die Off-Map. Ich glaube nicht, dass er die Haubitze baut. Kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Der wird fleißig gebaut. Der Mortar bombt einfach mal überall hin und hofft, dass er irgendwas trifft. Die Hetzer sorgen halt dafür, dass in die Weifel kommen, dass das teuer erkauft wird. Und die M8 versuchen das auf der Gegnerseite. Das war aber ein richtig langer Schuss, alle Achtung! Die Stummelkanone! Und Fuck. Naja, ist aber jetzt teuer gewesen, ne? Den Pio zu verlieren, war ärgerlich mit dem Mund. Also, kostet ja 50 Mund. Der Flammenwerfer. Das Problem ist auch ein bisschen, dass die Rifles halt irgendwie keine Daseinsberechtigung außer zum Kappen haben. Und dafür sind sie dann doch etwas teuer. Also sie sollten auch ohne Upgrades und alles irgendwann mal wettsammeln. Ne? Und das passiert halt hier auch überhaupt nicht. Also ich sehe den Amerikaner überhaupt nicht in der Führung. Ich weiß nicht, wo er da seine Illusionen her hatte. Er hat tatsächlich eine 105 gebaut. Der sieht doch einfach geil aus, oder? Schießt auf den Mortar. Ja, hat ihn auch beschädigt, aber das ist jetzt auch nicht das Epischste der Welt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die 105 wirklich hier große Gewinne erzielt.
Also er braucht halt ein paar Glückstreffer und dann muss er angreifen, bevor das repariert wird, damit die Glückstreffer auch irgendeine Relevanz haben. Das heißt, da kommen schon zwei heftige Sachen zusammen und er kann davon ausgehen, dass Dexon weiter den Druck erhöhen wird, gerade wo die Mono 5 halt jetzt auf Cooldown ist, ne? Und sobald er den Schießen hört, braucht er erstmal die Fahrzeuge bewegen. Dann trifft er ja nicht mehr als einmal. Und wenn sie nur einmal trifft, macht sie nicht viel. Also, ich sehe tatsächlich mit der Adelri nicht, dass das funktionieren wird für Stilett. Im Moment ist halt die Frage, wie der Amerikaner vor allem seine Pucks beschützen wird. Ohne die Pucks, kann das Spiel sehr schnell vorbei sein. Also immer den Mortar dodgen, ja, das ist jetzt nicht das größte Problem. Aber der muss ja nur einmal überfahren werden, die Pucks, ne? Und einiges Mal, dann werden die zerlegt von den Fahrzeugen. Und dann ist auch der M8, kann er sich verabschieden. Zack. Da kommen die Schüsse. Motorschaden wäre jetzt nicht so gut. Nice! Habt ihr das gesehen? Die Pack hat ihn einfach ausgeschaltet. Was für ein Counter. Jetzt muss er allerdings weg, weil der Mortar schießt. Es sei denn, er donnert jetzt mit denen Richtung Mortar. Also war das AT-HT, oder? Ich glaube, das soll eine Kanone. Nee. Doch, das war das AT-HT, das ist glaube ich noch die Kanone. Adler verjagt die Panzer. Die Mono 5. Ja, aber warum donnert er jetzt nicht da rein mit den beiden M8, wenn er doch weiß, dass das AT-HT gerade vernichtet hat? Also er soll nicht da rein donnern. Wir sind ja Häuser, da kann man ja hinter die Häuser fahren, ja. Einfach gucken, dass man hier irgendwas abfängt oben. Vielleicht hat er Angst gehabt, dass seine Gegenoffensive kommt und wollte Body blocken für die Pack oder so. Ja, wie das mit der Artillerie, also da sehe ich noch nicht, dass das heute was wird. Ja, zweiter hat sich nicht gelohnt. Da ist ein Kettengrad. Kann Advanced Repair hat das, glaube ich, wenn der Tank Dock gegangen ist. Am Kappen von hinterm Haus, Trick 17. Ja, die Packs, die über das ganze Feld verteilt sind, sind natürlich fies, ne? Ich frage mich allerdings auch, genau, mit der Infanterie, warum man nicht mit der Infanterie die einfach jagen geht. Vielleicht bevorzugt, also er hat ja einen Heal. Zack, zack, tot, Wett 1. Also jetzt nicht ohne Lebenspunkte auf die Gegner zulaufen, so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Also es muss natürlich ein bisschen koordinierter kommen. Aber normalerweise wollte ich gerade sagen, also wenn das der Mortar nicht schafft mit dem Packs, der wäre jetzt doch noch irgendwie ausgeschaltet, ich habe es gleich gesehen, wer es gemacht hat, der Mortar dann, ne? Also wenn die Pack das nicht schafft, muss das die Infanterie machen. Aber bei den Göttern, die muss natürlich full life sein, wenn man so ein Suicide-Kommando da befiehlt. Oh, Artillerie. Die 105 hat eine zweite gebaut, ne? Ich würde sagen, bei der Feuerrate. Um Gottes Willen, was die nebeneinander gestellt. Okay, er hat ja keine Artillerie, von daher kann er das ja machen. Ich frage mich, wenn er irgendwo einen Goliath herholt, ob die beide treffen würde. Aber normal stellt man die nicht nebeneinander, die Artillerie. Das ist irgendwie Käse. Aber er hat jetzt auch nichts zur Verfügung, was sie jetzt, glaube ich, beschädigen kann mit Flächenschaden. Also seine hat einen Hodgkiss-Panzer dabei, aber den nimmt ja keiner mit, das Ding. Nicht, weil der aus Frankreich kommt, sondern weil er wirklich ein bisschen lala ist. Muss man viel Panzer kaufen für wenig Raketen. Ja, Dexon muss mal Druck machen. Er kann nicht stehen bleiben und sich während der Artillerieschüsse bombardieren lassen. Er ist zu passiv. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er sich für eine zweite Artillerie entschieden hat. Junge, also wenn du den ersten Schuss hörst, musst du natürlich mit den Fahrzeugen beiseite fahren, weil du ja weißt, dass er auf dich schießt. Aber der hat ja nach dem dritten Schuss dann noch gestanden. Ja, also die haben ja überhaupt keinen, die Ruhe haben die ja völlig weg. Also immer wenn man einen Schuss hört, müssen die einfach ausweichen in jede Richtung. Aber man davon ausgehen kann, dass er einen halt immer gezielt da trifft, wo man steht, auch wenn er ihn nicht sehen kann. Denkt nicht drüber nach, geht einfach davon aus. Und genau das hier gerade passiert. Ist ein gezielter Schuss ist an. Nee. Es gibt so einen gezielten Schuss, der können die Infanteristen töten, weil der erste getroffen hatte, dachte ich. Das sind doch an. Der trifft erstaunlich häufig. Ja, aber jetzt sieht es halt wieder nicht gut aus für Dexon. Also er lässt sich halt jetzt zu oft bombardieren. Ne? Sie schießt wieder die Artillerie, jetzt müsste man sich halt wegbewegen. Oder genau darauf zulaufen. Kannst ja halten, wie du möchtest, aber ich würde mich halt wegbewegen von den Schüssen. Ich halte das für Wahnsinn, ne? Was er da macht. Aber er lebt gerne gefährlich, das hat man immer wieder gemerkt beim Turnier. Die kappen immer so ein bisschen. Also im Moment ist die Initiative sehr deutlich beim Amerikaner, oder? Auch wenn er gerade nach Hause läuft, aber
Mit der Adler schiebt er den immer ein Stückchen weiter weg von der Front, dass ich in Ruhe kappen kann. Ja, da wartet es der Panzerkopf, die Pack steht schon bereit. Der M8 steht da im Grunde genommen auch zum Support. Will das jetzt nur zu Ende kappen für die Sicht? Nee, wollte das nicht mehr riskieren, war doch zu viel. Kanonier getötet, ich nicht mehr mit dem MG. Kommt dann nachher wieder. Flammenwerfer. Ich bin ärgerlich, dass er eben einen verloren hat. Er braucht halt mehr Flammenwerfer und mehr Reparatur. Und der 2. Das wäre jetzt ein guter Augenblick, einen Schritt beiseite zu fahren, glaube ich. Am besten nicht da oben hin, weil der eben zweiter Hetzer war. Unterdrückt, das war aber jetzt auch ein bisschen ambitioniert, oder? Hat wahrscheinlich gehofft, dass er die Pack ausschaltet, aber dann die zweite zu spät gesehen. Das bringt jetzt eigentlich eher nichts. Ich würde jetzt eher vermuten, es besser wäre wegzugehen. Also, es ist verzweifelt, wenn er versucht, die Packs da auszuschalten, aber es ist halt vor der gegnerischen Base. Die werden halt sofort wieder reinforced hier vorne. Also, es war das Risiko des Fuchs nicht wert, würde ich das mal unterstellen. Der brennt ein bisschen. Motors am Arsch. Also angekündigt, wo die hinschießen soll. Ich dachte, er hat Artie Home gemeint im Sinne von die Basis. Schießt du denn hin? Ja, hat er auch gemeint. Hat er gehofft, dass er die Infanterie auf dem Rückzug erwischt. Es macht halt keinen Sinn, das Headquarter zu befeuern in aller Regel. Aber da ist der Infanterist. Ja, sind schon ein paar Gebäude im Weg. Freuen Mörser. Also es hängt halt alles von dem Pakt im Moment ab. Die verhindert halt, dass er irgendwas machen kann mit seinen Hetzern. Gleich kommt die Off-Map. Können wir bei Dexen gucken. Stapelt Ressourcen. Also er hat halt unendlich viel von einfach allem. Die Moon verwendet er im Grunde genommen auch nicht. Und das war der Hetzer. Das war aber auch ein guter Schuss, oder? Also, normal stirbt ein Hetzer nicht durch die Artillerie, aber ich sage ja immer, wenn der Schuss hört, einfach mal einen Schritt beiseite fahren. Ja, und wenn der Schuss reingeht, ist das Spiel vorbei. Hat er einen neuen Hetzer geholt. Aber er muss mal wirklich seine Ressourcen benutzen. Also mal so aus der Box gedacht, genau, das hat die Artillerie jetzt eingeschlagen. Der könnte ja ganz viel Infanterie zum Beispiel holen. Oder der könnte auch, also Moment macht er halt Hetzer, weil er das ein bisschen exploiten will, glaube ich. Vielleicht doch mal versuchen, Goliath zu spammen. Ne? Es gibt ja diesen Munitionswagen, ist das, glaube ich, oder ist das beim Vampire drin? Auf jeden Fall kann er dann Goliath da herstellen. Und dann holt er die mal und dann lässt er die hier unten einfach mal in die Basis fahren. Ja? Zack, fährt er hier unten rein und holt sich da einfach alles. Also er hat halt 500 Munden. Ne? Er kann auch versuchen, Tellerminen überall zu legen. Da muss man halt irgendwie sneaky hinbekommen, das ist ein bisschen schwierig. Damit, wenn die am 18 und her fahren, dann platzen. Ne? Also mein Punkt ist, er hat 500 Munden und der Amerikaner benutzt ja seine Munden und er nicht. Und das macht schon den Unterschied aus, den man, glaube ich, gerade auch ein Stück weit sehen. Plus eben, dass er der Adrien hier ausweichen möchte aus irgendeinem Grund. Zack, ausgeschaltet, nice. Jetzt muss der Amerikaner halt eine neue Pack nachholen, das ist da hinten. Und noch eine, ja. Hat also in 4 Packs gehabt und 3 sind noch auf dem Feld. Die schiebt dann natürlich jetzt da vorne hin. Ja. Also der weicht der Adler halt nicht aus, und der bleibt da ein bisschen lange dran, finde ich persönlich. Ah, das wird Feuer hier. Er muss halt dem Amerikaner die Sicht nehmen und putzen, damit er hier Tellerminen nochmal legen kann, nämlich für Effekt. Das sehe ich immer auch nicht kommen, ehrlich gesagt. Die kaputt schießen. Das wird der Puck hier, wenn er nicht aufpasst. Mörser. Ist halt vielleicht nicht die stabilste Einheit, ne? Wenn zwei 105s auf ihn schießen und. Also, wie gesagt, ne? Die Adrien normalerweise ist nicht die Counter zum Hetzer, ja? Das kann man wirklich nicht sagen. Wir sehen allerdings ein Fahrzeug nach dem anderen gerade im Rauch aufgehen, der Artillerie. Aber so läuft das normalerweise nicht. Der hat jetzt einfach 3 Adleris gekauft, einfach weil Dexen halt zu stationär spielt, ne? Also man kann im ersten Schuss nicht ausweichen. Man hört den und dann kommt man nicht rechtzeitig weg. Und wenn dann halt alle 3 Adler gleichzeitig schießen, ist der erste Schuss halt 2 bis 3 Schüsse. Das ist natürlich dann fies. Aber das hat sich ja halt nur so angesammelt, weil er eben die ganze Zeit ein bisschen stationär gewesen war. Also ob er da jetzt noch rauskommt, da sehe ich jetzt im Moment auch nicht mehr. Das ist halt die Hexer-Doktrin, ne? Die führt eben einfach nicht weiter. Hat jetzt, glaube ich, den 4. oder 5. Hetzer geholt.
Also, ob das noch ein Comeback gibt, ich habe starke Zweifel. Wenn die Adri schießen, der steht halt immer noch auf dem Fleck, ne? Zumindest mit dem Panzer. Und jetzt duelliert er hier einen Pack, das könnte aber funktionieren. Ja. Er bräuchte vielleicht ein bisschen mehr Infanterie-Support, der auch einfach an den M8 vielleicht ein bisschen vorbeiläuft. Also, er muss halt die Packs ausschalten und mit dem Mortarhaftrichter gegen drei Haubitzen ist das ein bisschen schwierig, ne? Und da mobile Infanterie, die den Artillerieschüssen dodgen, da ist ja nicht viel Infanteriefeuer drauf, die auch mal hier einen Schuss aushalten von M8, ne? Vielleicht doch mal einen Trupp mit Sturmgewehr vielleicht nachbauen. Also, die Packs sind das Einzige, was ihn halt stört. Wenn die Packs weg sind, dann können die Panzer gerade zu den Haubitzen durchfahren. Oder er macht doch mal diese 500 Munden oder was er da hat. Dass er die irgendwie umwandelt in irgendeinen Effekt. Na, ja, es hat er halt Brandmunition mit dem Mortar abgefeuert. Das wäre halt ein Effekt, aber klar, da gibt es nochmal sicher bessere. Also er kann ja normale Infanterie herstellen, die kosten ja weniger als die mit fertigen Gewehren. Und kann die dann mit Bazookas oder Sturmgewehren ausgeben. Also gerade die Bazookas, als Tankdog kann man ja die Doppelbazooka bekommen. Ne? Man gibt eine Bazooka aus und kriegt eine zweite umsonst dazu quasi. Das ist das ja, auch mit den Granaten geht das, ne? Tankgranaten. Das wäre schon in der Doktrin quasi enthalten. Also einfach mal Bazooka-Trupps holen. Es gibt ja keine Infanteriekämpfe, keine echten. Und mit Bazooka-Trupps kann er die vernichten, die wegjagen und vielleicht sogar da unten dann durchlaufen. Muss man mal gucken. Ne? Also ein bisschen schwierig hier vorne, aber man kann ja hier vorne, kann man die Basis gehen, beziehungsweise hier auch einfach aufschießen und dann da reingehen und dann. Da muss er nun versuchen, dass man sich dazwischen stellt zwischen die vier Artilleriegeschütze. Ah, ist vorbei das Spiel. Okay. Ich nehme mal an, dass Lexen aufgegeben hat. Nee. Achso, es sah gerade so komisch aus. Als ob es vorbei gewesen wäre. Ich meine, es geht ja noch ein bisschen das Spiel, aber ich sehe, wie gesagt, Dexton immer noch nicht, wie er das machen möchte. Siegpunkte sind ja auch nicht knapp oder so, ne? Felder fahren, damit die Infanterie schneller kappt. Ich habe halt den leichten Verdacht, dass. Oh, das könnte einen Fuck geben. Ist das hier die Drehung? Dass es eventuell. Ich habe nicht geguckt, wer es hochgeladen hat. Ich habe einfach ein paar Replays geladen, die neu waren. Und das Lucky Stilett, das einfach. Man sieht ja sehr einseitig im Moment aus, das hochgeladen hat. Hier wir schon diese Pride Replacer. Ich meine, Dexton tut sich auch keinen Gefallen. Der will die Leute auch immer dumm anmachen. Und von daher fordert er sowieso ein bisschen heraus. Der nächste Hetzer. Aber wenn man jetzt irgendwie 8 Hexer geholt hat und 6 Hexer davon mitgenommen wird, wie gesagt, einfach wenn die schießen, mal einen Schritt beiseite gehen. Ne, also, wenn man immer wieder Hetzer holt und die immer wieder misslingen, könnte man dann nicht überlegen, vielleicht einen anderen Weg zu gehen? Ja? Nur so eine ganz grobe Idee. Also, ich hätte mich wahrscheinlich für irgendeine entschieden, wo die Munition verwenden kann. Und ne, Bazooka-Trupps wären, glaube ich, eine Idee gewesen. Ich weiß nicht, ob was drin hat im Ding, ne? Man sieht es ja hier nicht. Oder Hotchkiss hätte bauen können, hätte auch eine Artillerie-Option gehabt. Nice, er hat den M8 bekommen. Ich habe jetzt nicht gesehen, woran. An dem Schuss hier, ne? Er hat jetzt einen Kill. Also der M8 ist weg. Das ist schon mal nice. Der eine Rifle wäre eben auch fast gefuckt worden. Also mal sehen, vielleicht sehen wir doch noch irgendwas. Also wir muss halt sagen, dass 4 Artillerie bedeutet, dass er keinen Popcap für gar nichts mehr hat, der Amerikaner, ne? Und er holt ja keine weiteren Truppen aufs Feld. Und der M8 ist jetzt tot. Ich kann jetzt leider die Zahlen nicht mehr sehen, wegen dem Knopfklick da eben. Also kann durchaus sein, dass er sich mit der Artillerie komplett ins Knie geschossen hat. Er hat jetzt nur noch Pax und Pios auf dem Feld. Also wenn Dexton jetzt mit Infanterie kommt, dann könnte er den Sack zumachen. Ist das nicht dein eigener Trupp, den gerade bei der anderen schießt? Also klar, der hat den eben geschossen. Der war ja schon tot, als die Schüsse kamen. Da gibt es einen Stoppknopf für den Schuss. Also sobald er das realisiert, dass er keine Infanterie auf dem Feld ist, ne? Ich meine, er muss ja eigentlich mitzählen, er muss wissen, dass das 4 Artilleriegeschütze sind. Er kann also auch erraten, dass es wenig Infanterie gibt. Und der M8 ist ja tot. Also vielleicht hätte er mit der Infanterie jetzt pushen sollen. Ich meine, wir sehen, dass er das hätte machen sollen, ne?
Aber wer hätte es, glaube ich, auch im Fog of War so ein bisschen lesen können? Wie gesagt, M8 ist tot, Infanterie war sowieso nie vorher auf der Map und der Gegner hat viermal Artillerie geholt und kann man den Schüssen ein bisschen zählen. Ne? Von daher hätte man, glaube ich, schon sich nicht hinstellen und bombardieren lassen müssen. In dem Fall war es der Packschuss. Ja, die sind natürlich mit der Reparatur kommen nicht hinterher. Aber während er repariert, gibt er der 4 Artillerie halt Zeit, ne, ihren Wert auszuspielen. Es steht da halt wieder in den ganzen Schüssen drin. Das ist halt einfach ein Panzer, denke ich, der Hetzer, der am besten funktioniert, wenn man den Gegner kommen lässt. Aber wenn man halt wartet und, ne, Artillerie funktioniert am besten, wenn der Gegner einen kommen lassen möchte. Da kommen die ganzen Schüsse. Es regnet. Oh, das regnet auch noch diese komischen Röhrchen. Und dann wieder Artillerie. Er muss auch die Map breiter machen. Ne? Er kämpft ja nur noch hier, der Dexen. Gegen Artillerie möchte man weniger bloppen. Das heißt, er müsste auch hier und hier hinten mal kämpfen. Das sieht man am Disconnect aus Russland. Jetzt kommt die Infanterie an die Front? Fragezeichen. Wird aber noch geschossen. Das ist kein Disconnect, nur ein normales Laggen anscheinend. Also sieht zumindest so aus, ne? Hat einen Ranger geholt. Ja gut, dann hat Dexen jetzt gewonnen, oder? Also, anders kann man das ja wahrscheinlich nicht nennen am Schluss. Ne, scheint aber irgendwie Disconnect zu sein. Das stoppt jetzt gerade alles. Also man sieht zwar die Animation, aber man sieht keinen mehr Befehle erteilen. Also ich weiß nicht, ob es irgendwie ein Drop-Hack ist oder so komisch aussieht. Ehrlich gesagt sieht das sehr komisch gerade aus. Nicht, was die Jungs da gemacht haben. Also viermal Artley und ein Ranger. Also ich denke wirklich, dass Dexen an der Stelle eine Comeback-Chance gehabt hätte. Und immer noch der gleiche Punkt über Infanterie, ne? Also ich weiß nicht, ob das ein Drop-Hack ist. Das sieht nicht nach normalen Disconnect aus, Freunde. Das sieht sehr, sehr komisch aus, das Ganze. Als ob Dexen da eventuell den Stecker gezogen hat. Ja, ist aber raus. Also wo ist anscheinend dann doch als Sieg gewertet worden. Ja, interessantes Spiel sicherlich, aber war doch sehr einseitig. Man sieht normalerweise auf dem Niveau nicht sowas hier unten. Ne? Gut, ich habe noch drei, vier andere Replays. Ich habe einfach geladen, was in der Liste war, bei den Top-Spielern war. Ne? Dass das Qualitäts-Replay sind, dachte ich. Das war jetzt eher ein Pride-Post, hätte ich jetzt gesagt, ne? Von dem Stilett wahrscheinlich. Aber das weiß man vorher nicht. Also es gibt nicht viel Auswahl. Ich muss nehmen, was ich kriegen kann. Gucken wir uns das einfach das nächste die Tage an. In dem Sinne, ciao, ciao.